komm schon, Alter. Irgendwas, was uns im Knopfenserturm hilft! Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Storm Silver Guys. Wir sind hier am Knopfenserturm und ihr wisst ganz genau, was hier abgeht. Hier shake nicht nur die Wände, sondern auch der Stamm in der Mitte. Ganz, ganz langsam. Mit dabei haben wir natürlich die Glatzen Brothers mit ihren polierten Köpfen, die einfach nur in der Sonne glänzen. Davon gibt es nicht einen, davon gibt es nicht zwei, sondern tausende Leute. Die sind ja einfach im Knopfenserturm und dort ist zum Beispiel der erste, gegen den wir schon gekämpft haben. Von daher können wir hier weiter passieren. Leute, 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 im letzten Part. Ihr habt es im Intro höchstwahrscheinlich schon gesehen, was passiert ist. Wir haben bekommen Gillette Fusion, Leute. Not the Phoenix, sondern den männlichen Gillette Fusion, Leute. Ultra gutes Pokémon, ob ich im Team werde. Ob ich's in Team wäre? Ob ich es ins Team nehme? Mein Gott, Alter, was für ein Sprachclown ich doch bin. Weiß ich noch nicht so ganz, denn ich muss noch überlegen, wann ich dieses Pokémon leveln werde. Nee, wann ich dieses Pokémon leveln werde, ist eine gute Sache. Denn wir haben hier noch zum Beispiel das gute Pachirisu, aka Heaven, Karatos und natürlich auch Gami, Leute. Alle mit Pokerus inzwischen ausgerüstet, weil das gute Heaven hatte, glaube ich, Pokerus. Und deswegen hat es das auf alle anderen Pokémon übertragen. Das heißt, unsere ganzen EVs, beziehungsweise unsere ganzen EVs, die wir jetzt auf uns rauf trainieren, werden verdoppelt, beziehungsweise unsere Fleißpunkte werden, ja, sofort angerechnet. Was heißt sofort? Sie werden schneller angerechnet als sonst. So, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ihr kennt wahrscheinlich EVs und EVs seit Zeiten von Pokémon Sonne und Mond. Soll das eigentlich jeder kennen, weil es ist leichter gemacht als vorher. So, wir kämpfen gegen den guten Ko. Und Ko hat ein Knopfenser. Und ich bin mit Gami richtig scheiße dagegen aufgestellt. Er trifft mich zwar nicht sehr effektiv, aber ich treffe ihn ebenfalls nicht sehr effektiv. Beziehungsweise nicht gut. Nämlich nicht sehr effektiv. Das trifft eigentlich ganz gut. Was macht er? Er macht einen Growth, er macht einen Kräfteaufpumpen. Erstmal den Bizeps stärken hier, bevor man zuschlägt. Gerade Knopfenser, Leute. Denn ihr wisst ja, ne? Ganz richtig, Leute. Vom Salat schrumpft der Bizeps und... Oh, er pumpt sich weiterhin auf. Er pumpt sich weiterhin auf. Der Salat, Leute. Der Salat wird gleich zeigen, was er kann. Aber Gami, Leute... Gami, wenn ich Gami, wenn er ordentlich zuschlagen kann, dazu die ganzen Makros und Proteine aus dem Knopfenser rausziehen könnte. Oh, jetzt kommt der Salat. Wie schmeckt der Salat? Oh, der Salat schmeckt gar nicht mal so schlecht. Der schmeckt gar nicht mal so schlecht. Wenn er uns gecrittet hätte, wären wir ge-one-hitted worden. Rasierblatt hat eine hohe Crit-Chance, von daher, huhu, bisschen Glück gehabt. Growth hat natürlich nur sein Special Attack geboostet, nicht sein normal Attack. Ich meine es zumindest, aber es war ein sehr, sehr guter Erfahrungspunkt. Der Execute. Ganz vergessen, dass wir auf Folgen gestellt haben. Ey, scheiße, ey, das kann so ein Problem werden, noch an der Challenge. Aber egal. Execute, wir haben Heaven. Heaven hat eine vielfach effektive Attacke dagegen. Und zwar Turn Up, beziehungsweise Kehrtwende. Was heißt Kehrtwende auf Englisch, Alter? Reflektor. Ah, jetzt bist du einer auf der. Jetzt bist du einer auf dem. U-Turn, Alter. U-Turn. Vielfach effektiv sollte trotzdem töten, oder? Na, boah, nö. Das macht ja gar kein Damage. Aber egal, wir können ja Special angreifen mit Karatos. Und zwar mit Glut. Denn Glut tut wie immer gut, Leute. Ihr wisst es. Die Glut, die gut tut. Oh, boah, es ist Aufruhr, ne? Aufruhr. Was willst du hier aufruhen, Alter? Was willst du hier aufmucken? Was aufmucken hier? Geht gar nicht fit bei dem Boy. Egal, wir gehen auf Amber. Amber. Unser Karatos mit Fukuhila verschnitt. Oh, das überlebt er. Es war sogar ein Crit. Ist egal. Er kann ihn ruhig aufsehen, erregen, wie er will. Das eine Ei, das guckt mich richtig merkwürdig an. Ich sehe gerade erst, wie viel Damage der Boy drückt. Ey, wir sind fast tot mit Karatos. Und der Typ hat noch ein Pokémon. Das heißt, ich muss doch gleich switchen von Karatos auf anderes Pokémon. Wir kriegen jetzt erstmal das Level-Up plus die Möglichkeit, einen Trank einzusetzen. Das heißt, wir sind wieder auf vollen KP. Und wir kriegen... Leer. Ich hab's gesagt, Leute. Ich hab's gesagt. Ich werde Dragon Rage wegmachen. Auf Wiedersehen, Dragon Rage. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Und Dragon Rage kommt weg. Silberblick ist eh viel, viel besser. So, was kommt jetzt? Poliwag, das ist Quapsel.
Quaptel trifft das nächste effektiv mit seinen Step-Angriffen und wir treffen ihn sehr, sehr gut. Ich nehme ein paar. Ich habe gesagt, ich werde nicht so oft Tränke nehmen. Leute. Ich habe es gesagt und ich werde es nicht tun. Ich werde mich hier so durchboxen. Oh, mein Mauszeiger ist im Bild. Es tut mir leid. Und da war es der Reflektor weg. Okay, wir gehen für Lockerflocking Iron Tail. Bam, bam, Alter. Da scheppert der Iron aber richtig drauf. Ich wollte jetzt nicht auf U-Turn gehen, ganz einfach. Oh, ich hätte Quick Attack machen können. Wie viel macht Quick Attack? Ich hätte auch Grasknoten machen können. Wäre sehr effektiv. Was ist los mit mir? Okay, es macht genauso viel Damage wie Iron Tail. Aber Iron Tail hätte mir halt die Möglichkeit gehabt, dass wir einen Drop bekommen. Grasknoten macht zwar gar nichts, weil das Ding auch nichts wiegt, oder? Es macht doch ganz okay Damage. Nice. Das hat sich doch gelohnt. Fast Level 10 mit allen Pokémon, ey. Es ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Ich will auch nicht zu viel Pokémon am Anfang im Team haben, weil dann geht... Oh, Professor Elm stalkt mich schon wieder, ey. Ja, Mann. Okay, komm, Leute. Wir gehen im Rampen für Professor Elm. Ja, Brother. Was? Oh, das hört sich sehr, sehr interessant an, mein Freund. Sehr, sehr interessant. Ja, ich hätte ganz gern, ja doch, dann die, Salami-Pizza mit extra Ei und Knoblauchsoße. Geht das? Wäre das möglich, Lind? Das ist meine absolute Lieblingspizza, weißt du. Alles klar, Brudi. Wir sehen uns dann nächstes Mal zum Footballspielen, ne? Lind wurde eben mal ganz kurz beiseite geschickt und wir sind jetzt immer noch im Knopf-Fenster-Turm und ich weiß nicht, ob ich hätte aufheilen sollen. Ich glaube, ich heile mein Team mal lieber jetzt auf mit Tränken, weil jetzt ist es legitim. Jetzt kann ich ruhig alles machen, was ich will. Lucky Egg haben wir auch noch zur Not. Aber ich will meine Pokémon gerade nicht großartig trainieren. Gebe ich Garmi auch eins? Ja, komm, was soll der Geiz, oder? Na! Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Ich habe da gerade ein bisschen Angst vor. Ich will meine Tränke noch nicht so verschwenden. Leute, die Lok wird hart, aber sie wird fair. So, da ist die nächste Glatze. I see you there. Okay. Ich glaube, wir essen. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Timing gerade, weil ich muss auch die Glatze von dem Magier polieren. Edmund mit Marip. Sehr nice. Wir haben zwar nichts gegen Marip. So, wir kriegen höchstwahrscheinlich die Statik gleich nach dem ersten Angriff ab. Aber egal, wir greifen mit Quick Attack an. Das sollte gut freed werden. Oh Gott. Und durch den Grow machen wir noch weniger Damage. Das heißt, wir müssen safe raus. U-Turn, komm zurück, Kevin. Und natürlich kriegen wir die Statik. Seht ihr diesen Smile? The Sword is real. Ich werde mich da gar nicht drüber aufregen. Hey, ist das schön. Das freut mich doch. Tackle. Tackle jemand anders an, mein Freund. Drain Rush. Okay. Don't worry. Be happy. Ich hasse dieses Viech. Heaven Level 10. Karatos kriegt auch etwas Erfahrung. Ich merke jetzt auch gerade... Ich glaube, ich werde etwas zurückschrauben mit Dragon Rush. Wir gehen auf Bite. Das macht Damage. Das hat Damage gedrückt. Wir machen aber ein Two-Hit. Er hat jetzt keinen Crit und keinen Flinch, bitte. Oh, danke. Oh, aber die Vollpara natürlich! Ich muss raus. Ich muss raus in mein Heaven, denn wir resisten den Angriff und können dann mit deinem Angriff von... Mit was greifen wir dann an? Es war ein Crit gerade. Wir machen Quick Attack, wir outspeeden dadurch. Das heißt, wir kriegen zwei... Ja, zwei Hits. Yes, easy. Das war auch eine geile Challenge, man ist nur paralysiert, Alter. Assault wäre real, Alter. Das wäre eine heftige Challenge. Aber reicht mir schon, wenn mein Team einmal im Part komplett geparat ist. Das wäre echt krass. So, es kommt... Oh, der noch eins, gutisch. Ist Pflanze. Wir haben U-Turn. Das Ding ist aber... Wenn ich jetzt für U-Turn gehe... Ich gehe jetzt lieber für den Iron Tail, denn ich weiß... Nicht, wollte ich gerade sagen, was er jetzt rausrotzt. Oh, und wir missen! Säure. Oh, das... Und Para, Alter. Und die fucking Para. Und meine Eltern schreien gerade, dass er Essen gibt. Oh, ich,
kann auf gar... Ja, das wäre zu doof. Ich muss jetzt auf Heaven einen Trank einsetzen. Ich muss es jetzt tun, Leute. Es tut mir leid. Aber ich kann es gerade nicht. Ich kann gerade nichts machen. Gami ist mir viel zu risky. Gami hat keine Special Death. Gami wird so weggerotzt. Zweimal Oddish. Säure, ich bin am Arsch. Und jetzt kann ich nicht mit Drain Punch gegenheilen. Das heißt, ich muss den Trank einsetzen, damit ich kein Pokémon verliere. Oh, wir kriegen den Special Death Drop. Wir kriegen den Special Death Drop. Ich muss raus, ich muss raus. Ich muss U-Turn machen. Ich muss jetzt U-Turn machen. Ich muss jetzt einen U-Turn drücken. Der macht nämlich jetzt mehr Damage. Und wir treffen. Und wir treffen. Wie viel Damage drücken wir? Wie viel Damage drücken wir? Komm schon. Das war gar nicht viel. Das war nichts. Gami, Alter, du tankst so eine Säure. Und ich gehe für den Drain Punch. Ich gehe für den Drain Punch. Und wir haben Speeden. Das heißt, wir recovern vorher, bevor er angreift. Wie wir. Das war nicht viel. 6 Acid. Wie viel machst du? Ich glaube, wir verlieren hier ein Pokémon, Leute. Überlebt Heaven einen Angriff? Gami überlebt safe keinen Angriff mehr. Wenn jetzt Gami heil, dann sind wir komplett voll. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt macht er Absorber. Oh ne, das recovert ihn selbst, ne? Scheiße. Boah, das macht viel. Das macht viel. Das war ehrlich viel dafür. Ich muss jetzt eigentlich Karatos auffallen. Ja, seine Glut tut gut. Seine fucking Glut tut gut. Und ich muss mit Gami jetzt raus. Oh mein Gott! The damage is real, Alter. Das ist ein fucking Mirapla. Das ist fucking OP. Ein fucking Mirapla ist OP. Könnt ihr euch mal so vorstellen? Wir haben noch einen Trank, Leute. Wenn das viel Damage aussieht, scheiße. Dragon Rush, go. Brutale Power, brutale Power. Wir brauchen jetzt die brutale Power und töte mich nicht. Oh Gott! Ja! Ja! Oh, thank God! Leute, ich gehe mal kurz essen. Ich bin gleich wieder da. Huh! Vollgefressen melde ich mich wieder und... Oh mein Gott, Leute, ihr wisst... Oh, ich bin im falschen Fenster. Vollgefressen melde ich mich wieder, Leute. Und Gami ist Level 10 und... Sage Edmund ebenfalls besiegt. Warum schneide ich nicht eigentlich jetzt erst? Beziehungsweise schneide das. Ich laufe zum Pokécenter eben. Von daher, Leute... Momentale Teleportation. Da sind wir auch schon im Pokécenter, Leute. Aber wir wollen auch wieder einen Turm rein. Von daher... Wie viele Tränke habe ich? Oh, ein. Wir sollten Tränke kaufen, ganz wichtig. Aber die gibt es nicht im Pokécenter. Und da sind wir wieder, hier im Knofenser-Turm, Leute. Und viele haben mich, glaube ich, auch mal so gefragt. Ey, Zero, warum spielst du eigentlich die zweite Gen? Beziehungsweise, warum feierst du die zweite Gen so krass? Leute, die zweite Gen war, glaube ich, die Gen, mit der ich am meisten Zeit verbracht habe in meiner Kindheit. Und die ganze Erinnerung zu haben an die ganzen Städte, an die ganzen Kämpfe, an die ganzen legendären Pokémon und an die kompletten Orte und einfach an das Feeling von, du bist der Champ, der wieder nach Kanto reisen kann. 16 Orden und... Am Ende gegen Red, das ist einfach absolut phänomenal. Ich liebe dieses Spiel einfach für diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Und es macht einfach ultra Spaß neben Sauch. Ich lasse mal Heaven vorne. Heaven hat eigentlich ein gutes Matchup gegen alle Pokémon, die kommen können. Von daher, let's go. I trained to fight Illegiment in Pokémon. Illegiment. Ich trainiere, um zu zerstören. Boom, Jin, das ist mein Motto. Ich zerstöre, um zu zerstören. Ich trainiere, um zu trainieren. Ich trainiere, um zu zerstören. Das wollte ich eigentlich sagen, aber... Hey, you know what I'm saying? Iron Tail kommt auf deinen Kopf gedonnert. 2 Level drüber bist du, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Wir sind etwas underlevel. Das kann uns zum Verhängnis werden, aber... Warten wir erstmal ab, Leute. Warten wir erstmal ab. Das Ding macht echt krass Damage, ey. Und wir missen... Und erst kein Crit, kein Crit, kein Crit, kein Crit, kein Crit, kein Crit, kein Crit. Ich habe es gesagt! Kein fucking Crit! Und was passiert? Natürlich kriegt er den Crit! Mann! Dieses verkackte Knofenser! Ja, lacht mich auch noch aus mit seinem hässlichen, dreier, blättrigen, Kletzer...
Bizeps. Mann. Kack das Teil, ey. Karatos, räum mal auf, ey. Rush mal das Ding weg. Mein Gott. Mein Gott, Alter. Boah, es tat richtig weh, ey. Ich war richtig sauer gerade, ey. Kein fucking Crit, sag ich noch. Und dann crittet er mich einfach weg. Dieses verkackte Klofenster. Ja, jetzt freust du dich, ne? Little Jin. Pokémon Tod Nummer 2, Alter. Wegen einem fucking Knofenser. Einem fucking Knofenser. Oh boy, es wird nicht einfach hier in dieser Challenge. Aber egal. Elder Neil. Was Sage Neil? Was laber ich damit? Elder. Psyduck! Okay, Psyduck. Haben wir bei. Bist du überhaupt schon Psycho? Nee. Bist du gar kein psychopathisches Duck? Du bist schon normales Duck. Ducktails. Woo! Alter, ich hasse es. Ey, warum muss das jetzt passieren? Warum muss jetzt Heaven töten, sterben, was auch immer. Mann, ich habe richtig gefallen im Pokémon gehabt. Wisst ihr, U-Turn, Eisenschweif. Richtig gute Moves hatten wir. Wir hatten richtig starke Moves. Und dann sowas. Ich gehe für ein Bite. Wie wird die Confusion? Ich weiß, dass es viel abzieht. Oh, das zieht sehr viel ab. Und wir ziehen über die... Er wird machen sogar eine Kill! Hätte ich nicht gedacht, dass wir One-Hit töten, Alter. Karatos, du bist so ein Monster. Bulbasaur! Oh, der eiskalte Bisasam. Das wird uns nicht one-shotten können. Das hat ein... Das ist ein guter Death. Spezialangriff ist in Ordnung, aber hat noch keine speziellen Attacken. Das heißt, wir töten mit Dragon Rush! One fucking Hit! Karatos! Du bist die Kanone, Alter! Level 12. Nice. Neil wurde besiegt. Oh Gott. Da hinten kommen noch zwei Trainer. Der Elder und der Typ, der vor uns steht. Ich glaube, der Rivale kommt auch noch. Weiß ich aber gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem jetzigen Team schaffen werde, Leute. Ich meine, wir haben fucking Karatos. Und Gami. Und Gillette Abdi. Aber Heaven, Alter. Das Ding ist so gut gewesen. So fucking gut. Ich kann es natürlich probieren. Aber ich glaube, wir sind auch noch zu underlevel, Leute. Ich glaube, ich werde in diesem Part nicht... Ja, ich weiß. Boot mich aus und alles. Aber ich werde es in diesem Part nicht schaffen. Guck mal, selbst die Pokémon, die ihr leben, Medite ist Level 11. Fucking 11, Medite. Can't escape. Oh, oh. Ich glaube, wir haben noch kein Pokémon gefangen. Das heißt, wir können noch ein Pokémon fangen, Leute. Ich glaube, ich werde dieses Medite ganz kurz fangen und mir ein Ei besorgen. Und dann werden wir noch ein Ei ausstücken, Leute, für den heutigen Part. Ihr habt es gewollt, ihr wollt es so. Deswegen werden wir heute noch ein Ei aufmachen, Leute. Ich weiß, es ist höchstwahrscheinlich ein kürzerer Part. Ich hoffe es einfach mal nicht. Aber, wie gesagt, das ist mir gerade zu risky, hier ohne Training rein. Und unsere Pokémon, wir brauchen noch Gillette Abdi, müssen wir trainieren. Ganz klar, Alter, Gillette Abdi ist krass. Und Medita ist im Team, das heißt, wir können gleich uns ein Ei stealen, Leute. Das werden wir auf jeden Fall sofort machen. Aber vorher gehe ich auf Toilette. So, Box Nummer 6, Leute. Hier werden wir unser Pokémon eigentlich eintauschen gegenüber Medita. Und welches Pokémon können wir nehmen? Brutalo SR, okay. Zappen, Joker... Zeroda? Dreimal Zeroda? What the fuck? Okay. Inari, Regi, Bang. What? Regi, was machst du denn in meinem Projekt, ey? Digga, das geht ja gar nicht ab. Kampfwelpe. Name ist Syndicate. Gillette Boy. Gillette Boy. Was? Wir haben doch schon Gillette. Aber komm, wollen wir Gillette und Gillette Boy ein Team nehmen? Aber nicht, dass das dieselben sind. Das wäre echt schade. Paul plus J. Was ist das denn hier? Kindwurm! Ich frag mich bloß, was das hier ist! Okay, der Joke wird echt alt. Nee, ich weiß. Karate Kid. Das könnte, glaube ich, auch wieder. Habt ihr mir etwa fast all dieselben Pokémon geschickt? Kann das sein? Zypris? Das ist vielleicht so Surprise? Ich werde es mal eintauschen gegen Medite. Bin so ein bisschen gespannt, so Surprise. Was Surprise sein kann, Leute, das werden wir jetzt uns mal angucken. Hoffentlich ist es ein Ei, was wieder schnell encountered wird. Weil ich habe gerade keinen Bock auf ein
Brutalander. Was? Er könnte sich vom Fahrrad runtergehen. Oh, 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 oh. Oh, Leute. Das war ein schnelles Ei. Von daher. 3, 2, 1. Komm schon, Alter. Irgendwas, was uns im Knopfenser-Turm hilft. What the holy damn! Fucking Kindwurm! Again! Oh shit! Das geht doch nicht, Leute! Ich kann euch zweimal Kindwurm ins Team nehmen! Ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht tun, Leute. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Hashtag 2.0 nenne ich es. Hashtag 2.0. Ich kann es nicht tun, Leute. So leid, wie es mir tut. Ich kann es nicht tun. Normales. Kindwurm mit Drachenklaue Dragon Dance Headboard. Boah, Dragon Dancer Set, das wäre so geil gewesen, aber nein. Wir sind natürlich auch stolz auf unser Karatos, Leute. Keine Panik. Ja, das war leider ein Minus-Ei, Leute. Ein Ei, was, ja, schön war, aber das Pokémon dürfen wir erst später mal benutzen, wenn Karatos sterben sollte. Ich habe das niemals in Erwägung gezogen, Karatos sterben zu lassen jetzt. Er ist unser Starter, Leute. Er wird immer an unserer Seite bleiben. Deswegen werden wir dieses Pokémon beiseite legen. Und wir werden dafür eine andere Sache machen, Leute. Passt auf, was wir jetzt tun werden. Und zwar werden wir... Naja, oder machen wir es im nächsten Part? Ich bin gerade überlegen. Na, das machen wir in diesem Part. Und zwar werden wir jetzt mit Günther Jauch sprechen, Leute. Mit dem Günther Jauch. Well, hello there, trainer. Would you like to take a quiz? Ja, ich würde ganz gerne ein kleines Quiz nehmen. Oh, das ist sehr gut. Question 1. Welches, sind Höhen-Pokémon in Feuerrot und Blattgrün, ja, da zum Fangen? Eigentlich ja, oder? Ja, richtig, oh mein Gott. 50-Euro-Frage richtig beantwortet. Ich bin richtig, 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 richtig im Fieber gerade, Leute, ey. Es wird nicht leicht. Die 100-Euro-Frage jetzt. Puh, ich bin bereit. Ist Dragonair länger als 13 Feet long? Länger als 13 Fuß long? Weiß ich nicht. Ich glaube, nein, oder... Damit gehen wir leer aus und ja, Leute, wir haben verloren. Wir haben verloren. Nicht nur hatten wir ein schlechtes Ei. Nein, wir haben Wer wird Millionär verloren und wir haben Heaven verloren. Oh, baby, a triple. Was ist das heute? Was ist heute für ein Pech, Alter? Was ist heute los mit unserem Luck? Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden es im nächsten Part noch einmal probieren. Und hoffentlich werden wir da etwas mehr Glück haben, Leute. Etwas mehr Glück. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, Leute, dann smasht den Like-Button. Ihr wisst Bescheid, Leute. Schreibt einen Kommentar zu dem Projekt, wie ihr es findet zurzeit. Und im nächsten Part wird es weitergehen, hoffentlich mit mehr Action. Wir werden auf jeden Fall das Quiz nochmal ausprobieren. Und ihr könnt dann sehen, was ihr bekommt. Von daher, bis nächstes Mal und ciao!